Willkommen zu einem neuen Video und einem Game, das bestimmt einige von euch noch kennen, denn damals war es noch eine Demo und zwar Coffee Owner Simulator. Dieses Spiel ist jetzt rausgekommen. Vielen Dank an alle, die mir Bescheid gegeben haben und deswegen spielen wir das jetzt. Falls ihr die Demo nicht gesehen habt, verlinke ich die euch in der Beschreibung, denn ich habe jetzt einmal so weit gespielt, bis an dem Punkt, an dem die Demo geendet hat. Das heißt, wir haben dieses ganze Gebäude und alles drumherum aufgeräumt, renoviert. Es hat mega Spaß gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall an. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Ihr seht, der obere Bereich, den kann man noch nicht hübsch machen und vorbereiten. Aber ich habe jetzt mal, wie gesagt, zu dem Punkt gespielt, an dem ich letztes Mal das Ganze beenden musste. Habe auch die Inneneinrichtung so ähnlich gemacht und jetzt gerade eben meinen Kaffee eröffnet. Bedeutet also, jetzt kommen die Kunden. Also sind wir ungefähr an dem Punkt, an dem damals die Demo zu Ende war. Falls ihr von diesem wunderbaren Game mehr wollt, würde es mich mega freuen, wenn ihr mir Feedback gebt und Daumen nach oben da lasst. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und über Tipps und Tricks, die würde ich dann in der nächsten Folge einpflegen. Man kann ja echt super viel machen. Ich habe hier beispielsweise auch schon einen Koch eingestellt. Hier habt ihr euer Tablet. Da könnt ihr in Otherzone unfassbar viel einkaufen, euer Menü selber angeben, was gibt's, was können die Leute sich bestellen. Macht echt sehr, sehr viel Spaß und wir sind noch ganz am Anfang. Es gibt beispielsweise auch noch keine Toiletten, wir haben hier nur zwei Tische momentan. Ihr könnt alles selber einrichten, von Farbe bis Lampen, alles selber, macht mega Spaß. Und da haben wir den ersten Kunden, was darf es denn sein? So, fertige Bestellung gibt's nicht, was möchte er? So, er möchte eine Pizza Pepperoni. Okay, die muss ich jetzt, glaube ich, irgendwo neu bestellen. Die muss ich doch jetzt auswählen. Pizza Carbonara, Pizza... Oh nein, ups, das war falsch. Ich habe ihm die falsche gegeben. Ups. So. Okay, niemand hat... es ist ja gegangen. Verdammt. Ich hoffe, es wird trotzdem gerade gemacht. So. Ich glaube, sie wird gerade gemacht. Bestellung in Verarbeitung. Sehr gut. So, die wird gerade gemacht hier. Der kocht es jetzt. Sehr motiviert, die liebe Dame. Gut. 5 Kunden muss ich machen und damit verdiene ich dann mehr Geld. Die Toiletten gehen noch nicht und ich freue mich, wenn der Obenbereich auf jeden Fall fertig ist. Ich habe schon gesehen, es gibt sehr, sehr, sehr viele tolle Sachen, die man noch alles benutzen kann, um sie einzurichten. Und dann ist das Ganze wahrscheinlich fertig. So, fertige Bestellung anzeigen, take. Und dann bringen wir dem Herren seine Pizza. So, was darf es denn hier bitte sein? Wir können ja auch noch später einen Angestellten anstellen. So, die will auf jeden Fall Nudeln und zwar die Carbonara. Sehr gut. Genau, und später kann man ja auch noch einen einstellen. Das ist dieses Männchen mit dem Plus. Die arbeiten dann alle und ich kann wahrscheinlich nur noch servieren. Selbst das wird wahrscheinlich später einmal gehen. Aber wir warten einmal ab. Auf jeden Fall gibt es hier echt leckere Sachen. Ich spiele solche Spiele leider immer, wenn ich Hunger habe. Das ist überhaupt nicht gut. So, die Bewertung ihres Restaurants ist der wichtigste Indikator. Sie wird oben auf dem Bildschirm in Form von Sternen angezeigt. Je mehr Sterne, desto mehr Kunden werden sie besuchen. Um die Bewertung zu erhöhen, halten sie es sauber, führen sie regelmäßig Reparaturen durch, bedienen sie die Kunden. Oh Gott, hier läuft eine Ratte rum. Nein! Ey, da wäre ich sofort raus, ne? Oh Gott, komm her, du Miststück. So. Ja, das wird uns oben auch immer angezeigt. Hier ist noch irgendwo eine Ratte am Grund. Verdammt, hat er mir Geld hinterlassen? Yay. Ne, Müll hat er hinterlassen, der Sack. So, okay, ich muss mal schnell meine nächste Bestellung... Wir machen gleich mal eine Pizza Pepperoni ready. So. Die fertige Bestellung nehme ich. Die Dame wartet bereits. Ein wunderschöne 2D Carbonara. Einen guten Appetit. So, hier oben sehe ich immer, da oben links, rechts seht ihr immer Kakerlaken 0, Ratten 0. Das ist, dass das alles momentan in Ordnung ist. So. Das heißt, ich habe eine unbezahlte Rechnung. Das geht ja gar nicht. Oh. Was? Es gibt keinen Platz für einen weiteren Gast. Boah, das ist bitter. Ich brauche echt mehr Tische und Stühle. Das kann ich gerade nicht. Glaube ich. Ich kann meine Rechnung mal bezahlen. Kann ich jetzt gerade hier nicht in Otherzone? Nee, das kann ich erst nachher machen. Mann, wir sind schon so gut besucht, dass es keinen Platz für weitere Kunden gibt. Was eine Schmach. So, die hat auf jeden Fall Geld hinterlassen und Müll. Sehr schön, danke. Und die hat auch Geld hinterlassen? Nee. Die muss ja noch essen. Ach cool, der bringt mir das dann auch. Das ist aber cute. Take. So, bitteschön. Einmal für sie eine leckere Pizzaslice. Wow, guten Tag, mein Name ist Inspektor Lewis und ich werde regelmäßig vorbeikommen, um Ihren Brandschutz zu überprüfen, denn die Sicherheit Ihrer Besucher hat Vorrang. Unsere Regeln besagen, dass Sie mindestens 3 funktionierende Rauchmelder für jeden mittelgroßen Raum haben müssen. Überprüfen Sie Ihre Rauchmelder regelmäßig, um eine Panne zu erkennen. Okay, entspann dich, immer mehr Druck.
Schließen, Enter. Okay, so, wir wollen eine Lasagne. Nein, wir wollen eine Lasagne. Wir haben keine Lasagne, oder? Haben wir keine Lasagne im Angebot? Fertigbestellung haben wir keine. Warte mal jetzt. So, okay. Haben wir keine Lasagne? Lasagne ist bei Sonstiges? Ich hätte Lasagne als Nudel reingepackt, weil man ja auch Nudeln verwendet. Aber wahrscheinlich zählt es nicht. Okay. Was darf sein? Einmal eine Pilzsuppe. Okay. Kann ich gerade gar nicht machen. Mehr Aufträge auf einmal zu nehmen. Mehr Küchentisch. Okay, ich muss noch mehr. Ich kann jetzt quasi einfach... Müsste jetzt noch einen Tisch bauen. Sie muss jetzt halt leider warten, bis die hier fertig gemampft haben. Damit ich hier überhaupt was annehmen kann. Oder Müll. Oh, Müll entsorgen. Kann ich das machen? Jetzt wird es schon ein bisschen stressig hier. Ja, bitte einmal Müll abholen. Dankeschön. Was ist denn das hier unten? Die machen alles dreckig. Schneller, Mann! Wo ist die Lasagne? Wie lange braucht die noch? Da kommen schon die Kunden. Ich komme nicht hinterher. Schneller! Gottes Willen. Okay, so. Jetzt kann ich die annehmen. Suppe, Pilzsuppe. Kommt sofort. Setzen Sie sich bitte. Uff, die eine ist schon genervt und geht. So, bitteschön, Lasagne. Lassen Sie extra viel Trinkgeld da. So, die hat hier alles schmutzig gemacht, verdammt. Weg mit dir. Hinfort. Okay, Müllabfuhr kommt. Dann wird der Müll nämlich entsorgt. Pilzsuppe ist in der Mache. Die sollte ja eigentlich auch ein bisschen schneller gehen, oder? So, ist gleich fertig. Da kommt eine Köchin. Nein, es gibt keinen Platz für einen Gast. Das ist so bitter. So, Mülleimer ist leer. Sehr schön. Boah, sieht schon Hamson aus hier, ne? Kann ich sie wegnehmen? Nee. Okay. Pilzsuppe ist jetzt, glaube ich, auch langsamer fertig, oder? Ja, geht doch. So, fertige Bestellung. Sehr schön, sehr schön. Die ist ein bisschen langsam. Ich brauche noch jemanden. Take. Wow, sieht die toll aus. Hier, bitteschön. Wow. That's so wholesome. Was will die? Eine Pizza Pepperoni. Aber natürlich, bitteschön. So, aber erstmal gucken, ob das hier sauber ist alles. Ach, Trinkgeld. Das nehme ich mal, bevor sie sich setzen. Hier draußen ist schon wieder Dreck. Beziehungsweise Wasser. Wir wollen ja nicht, dass unsere Kunden auf dem Weg sich hier ein Bein brechen. Und den Recken kann ich auch gleich mal rausholen. Blätter sind hier nicht toleriert. So. Hier chillt auch öfter mal ein Elch rum. Der hat gerade keinen Bock, deswegen kommt der nicht. So, ich glaube, junge Dame, Sie sind das zweite Mal da. Wir haben leider keinen Platz für Sie. Die Arme. Ah, genau, die Pizza Pepperoni. Boah, braucht die lang. Okay, die hat hoffentlich auch Geld hinterlassen. Wenn sie keine gute Beziehung zu den Obdachlosen vor Ort pflegen, können diese ihr Geschäft schaden, indem sie beispielsweise Fensterscheiben einschlagen. Oh, das ist aber nett. Wo ist denn hier einer? Ich habe keine Ahnung. Warum wird mir das gesagt? Ich bin doch immer nett. Ich gebe denen doch jedes Mal Geld. Weiß noch nicht, ob das so die Lösung von allem sein soll. So, da haben wir doch noch jemanden. Guten Tag, der Herr. Was darfst du? Natürlich eine Pizza. Pepperoni. Das essen echte Männer. So, da ist jemand angry. Warum bist du angry? Was ist los mit dir? Kollege? Mach keinen Scheiß. Warum ist der angry? Hallo? Ich hab keine Ahnung. Ruf ich halt die Polizei. Um einen Kassierer du Drecksack, komm her. Komm her, du Drecksack. So ein Schwein. Während die Kunden drin stehen. Ich glaube, spinnt, ey. Und die ist direkt aufgestanden gegangen. Ja, das passiert hier öfter, Leute. Lassen Sie sich nicht beirren. Meine Güte, ey. Was ein Schwein. Okay, warte. Der will erst seine Pizza. Ich komme gerade nicht klar. Chillt mal alle. So, hier. Ist immer noch in der Mache, die Pizza, oder was? So, jetzt aber. Fertige nehmen. So, ich kümmere mich jetzt gleich mal darum, einen Kassierer einzustellen. Das ist mir hier zu stressig. So, jetzt muss ich nämlich 20 Kunden bedienen. Sushi. Da haben wir einmal Sushi Philadelphia. Kommt sofort der Herr. So. Ich glaube, dafür close ich jetzt aber mal den Laden, damit die Leute erstmal alle weggehen, weil nur dann kann ich hier jemand einstellen, glaube ich. Ja, ich muss jetzt mal erstmal hier. Jetzt ist Schluss. Was sind das hier eigentlich, Dummes? Sehr gut. So, wenn ich die bedient habe, pimpe ich mal bei mir alles ein bisschen. So, also wieder hier alles dreckig gemacht. Mensch. Hier steht auch wieder zwei Sachen, die ich putzen kann. Ich würde gerne wissen, was ich mit den Katzen machen kann. Kommt bestimmt noch. So, huch, weg. Das mache ich zu Hause auch immer. Ich mache einmal so und schon ist alles sauber. So, dann nehmen wir die mal. Take. Bitteschön, der Herr. Geiles Sushi. So. Okay, wenn der weg ist,
dann, genau. Für Anfänger schließe und leere die Niederlassung. Ja. Da muss der wahrscheinlich noch weg. Und dann kann ich das machen. Und dann stelle ich vielleicht wirklich noch einen Koch ein. Dann kann ich wenigstens zwei. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Kohle habe überhaupt dafür. Probier's mal, ob ich nochmal. Oh Gott, der ist voll Rastraum. Ob ich nicht noch einen einstellen kann und einen Kassierer, weil dann läuft es. Dann läuft es juicy. Wie viel Trinkgeld hat der da gelassen? Ja, kann ich leben mit. Okay. Oh, halt. Was tue ich da? So. Okay, jetzt sollte das eigentlich gehen. Ja. Okay, lass mal gucken. Also, ich hätte gerne. Wird hier irgendwo ein Loot Drop abgelassen? So, ich hätte sehr gerne. Nicht die Rechnung, sondern schließen. Ich hätte gerne einen Mitarbeiter. So, hier Motivation ist schlecht. Wir bezahlen mal einen Headhunter. Communication ist auch nicht so geil, aber vielleicht stellen wir den trotzdem mal an für die Kassel. Und die ist ja mega. Zahl die Prämie. Ach so, motiviere ich die. Okay, komm. Motiviere die wieder ein bisschen. So. Dann kann ich hier gar nicht einstellen. Um einen Kassierer einzustellen, stellen Sie einen Mitarbeiter Tablet weiter an. Öffnen Sie dann das Kassierermenü und wählen Sie einen Mitarbeiter aus. Gibt es hier ein Kassierermenü? Ja, hier. So, jetzt gehe ich auf Tablet, gehe auf Verwaltung. Oder ist der kein Kassierer? Oder war der falsch? Feuer mal. Anstellen. So, jetzt habe ich einen eingestellt. Öffnen Sie dann das Kassierermenü und wählen Sie einen Mitarbeiter aus. Geht nicht. Kann das irgendwie nicht machen. Komisch. Bedienen Sie zwar, wahrscheinlich geht es erst, wenn es hier loslegt, oder? Oder ist der nicht dafür gemacht? Vielleicht muss ich mich auch mal aufleveln. Geht das eigentlich irgendwo? Skills kann ich erst ab Level 5 machen. Ich bin erst Level 3. Zahle einen Headhunter. Nee, das kann es ja nicht sein. Hier, Sie können einen Hausmeister engagieren, aber erst ab Level 7. Sie können einen Mann in einem Kostüm anheuern, um mehr Besucher anzulocken. Haha, geil, will ich. Oh, wen habe ich da jetzt gefeuert? Ach so, der soll was sagen. Ach, witzig, dann, warte, das machen wir mal nicht. Das kann ich anstellen, das ist ja lustig. Okay, irgendwie kann ich den hier nicht zuweisen, aber ich weiß nicht, warum. Das ist weird. Dann würde ich jetzt einfach nochmal die Runde starten. Aber ich kann ihn hier nicht einfügen. Das ist sehr, sehr komisch. Keine Ahnung, vielleicht muss ich noch Level 4 sein. Vielleicht wisst es aber auch ihr einfach. Ich weiß es nicht. Aber warte mal. Vielleicht kann ich mir, das wäre sehr awesome, noch ein Küchendings leisten. Dann habe ich hier nämlich zwei. Und dann kann ich voll abgehen. So. Brauche ich hier aber, guck, immer wenn ihr das platziert, braucht ihr zum Beispiel auch eine Steckdose. Weil ich muss jetzt hier den Strom reinpacken. So. Oh, der ist wahrscheinlich schon in Betrieb. Bam. Kann ich den jetzt. Ach, den muss ich ja gar nicht unter Strom setzen, ne? Kann ich einfach hier verkaufen. Das ist ja das Gute. Verkaufen. Oh nein, nicht das. Das will ich verkaufen. Genau, dafür brauche ich gar keinen. Aber ich glaube, ich brauche tatsächlich wieder alles. Ich brauche Küche und alles. Aber ich probiere mal, ob das jetzt geht, wenn ich hier einfach nur dieses Küchenblöckchen hinstelle und die sich dann abwechseln mit dem Kochen. Das wäre natürlich Ersin. So, dann muss ich aber hier einen einstellen. Und theoretisch habe ich ja einen. Let's go. Okay, aber irgendwie geht es hier vorne, wie gesagt, noch nicht in der Kasse. Vielleicht könnt ihr mit... Hier steht, ah, Level 5 muss ich sein. Da steht's dran. Ich kann es erst ab Level 5. Solange muss ich es allein machen. Okay. So, dann gucken wir mal, was so geht. Ah ja, genau, halt. Was noch gut wäre, mehr Kunden. Ich kann ja noch gar nicht viele Leute hier hinsetzen. So, kostet zwar echt ein Heidengeld, aber das machen wir jetzt. So. Okay, das reicht dann auch erstmal. Dann können wir schon mehr aufnehmen. Okay, let's go. Ich bin bereit. Ich muss wieder gucken, dass hier wieder alles schön sauber ist. Die Leute haben bestimmt Bock um 21 Uhr auf einen Kaffee. Voll die dumme Uhrzeit, um zu öffnen. Aber ist egal. Die Leute kommen trotzdem. Hoffe ich doch zumindest. Ah, da kommt doch schon die erste Person aus dem Wald. Auf die ist immer Verlass, Leute.
die erste Person aus dem Wald, was auch immer sie da gerade gemacht haben. Wir verurteilen sie nicht. Kommen Sie, kommen Sie. So. Ich freue mich auch, wenn ich hier diese Toiletten endlich mal freigeschaltet habe. Tablet, mein Restaurant. Ja, da muss ich noch quasi alles freischalten, damit es funktioniert. So, die Dame, was darf's denn sein? Eine Pilzsuppe, aber na klar, ich hätte so Bock auf eine Pilzsuppe, wenn das ich jetzt für eine Pilzsuppe tun würde. Sonst fängt der an zu kochen und der andere steht nur drum rum. Perfekt. So. Gut, die arbeiten auch. Ich hoffe, die sind auch alle motivated. Man muss die auch immer wieder bezahlen, damit die motiviert sind. Sehr schön. So, dann kann ich nämlich direkt den zweiten annehmen, der da hinten kommt. Auch wieder aus dem Wald, sehr mysteriös. Ist mir aber auch komplett egal, was die da machen. Ich muss ja sagen, seitdem ich in Australien war, bin ich echt eine Kaffeeliebhaberin geworden und ich habe mir diese Siebträgermaschine gekauft. Und ja, das ist aufwendig, aber Leute, man macht echt geileren Kaffee. So, was darf es da immer sein? Pasta Carbonara. Wo ist Nudeln? Pasta Carbonara wird gemacht. So, kann ich taken? Ich weiß, ich muss jetzt auch nicht aufpassen. Ich muss mir jetzt die Leute merken, wer was wollte. Ah, die haben es auch über den Kopf. Perfekt. Perfekto. So. Nein, jetzt nicht. So, nächste Person. Pilzsuppe. Ist echt cool, wenn man zwei hat. So. Auch wieder die Pilzsuppe. Kommt auch sofort. Sehr schön. Ja, cool. Da wächst das Vermögen doch gleich viel schneller. Okay. So, da kommt schon die nächste Person. Deswegen hoffen wir, dass die eine mit der Pilzsuppe jetzt gleich fertig gegessen hat. Damit direkt der nächste kommen kann. So, was wollte der? Carbonara und Pilzsuppe. Dann sind die Carbonara sind jetzt fertig, glaube ich. Yes. Perfekt. Nehmen. Sehr, sehr gut, dass es dran steht. Bitte schön. Okay, hat die Geld hinterlassen? Oh, verdammt, hat sich... Ah, da. Becher weg. So. Nächste Person, bitte. Die Pilzsuppe. Was mit der einen? Warum ist die jetzt gegangen? Ich muss mal kurz unter ihn putzen. Ich hoffe, dass sie dies nicht irritieren wird, der Herr. So, und hier war doch auch irgendwas. So, geht doch. Okay, kommt hier auch mal wieder jemand? So, was darf es sein? Sushi, Philadelphia. So, wird aufgenommen. Sehr schön. Die Kunden können ruhig schneller kommen. Das braucht mir sogar ein bisschen zu lang. Vielleicht müssen wir doch noch so einen Dude hinstellen, der danst und singt, damit die Leute noch schneller kommen. Aber da kommen auch direkt schon wieder neue Kunden. Und die haben auch bestimmt Money hinterlassen, oder? Ja, natürlich. Sehr schön. Zwei Trinkgeld. Jawohl, sechs. Das löppt. So, nächste Kunden. Let's go. So, Pilzsuppe. Pilzsuppe. Suppen. Pilzsuppe. Ist die andere schon fertig? Sehr schön. So, also wenn es alles automatisiert irgendwann geht, dass man wirklich hier einen Kassierer hat, der alles kassiert, vielleicht sogar noch hier Before the Rain, steht sogar dran, was für ein Song das ist, und das alles macht und tut, dann läuft der Laden, echt, dann kann man sich zurücklehnen. So, das wird gerade gemacht, hier kommt schon der Nächste. Was möchte der? Pilzsuppe. Also es war wirklich Gold wert, einen zweiten Koch einzustellen, definitiv, das passt perfekt. So, zweimal Pilzsuppen. Die Pilzsuppe geht hier richtig ab. Die ist jetzt auch schon fertig, die erste, sehr nice. Die 26. Bestellung. So, take. Bitteschön. Und die müssen auch gar nicht lang warten. Tisch 26 ist es super. Ach ja, Leute, der Laden, der läuft. Und schon direkt der nächste Kunde. Was darf es sein? Auch wieder Sushi. Die Frauen trauen sich aber immer nur eine Sache zu nehmen irgendwie. Ist schon wieder Sushi Philadelphia. Kann es sein, dass sie das Geld wegnehmen, wenn der sich hinsetzt? Ich habe so das Gefühl, dass sie das Trinkgeld einfach einstecken, die Schweine. So. Mülleimer schön leeren. Da kommt schon die nächste Suppe. Take. Die wollte er haben. Bitteschön. Und dann kommen jetzt als nächstes noch die Sushis. So, schon fast 10 Kunden bedient hier. Nice. Und er hat hoffentlich auch wieder viel Trinkgeld dagelassen. Sehr gut, der Herr. Danke, 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 danke schön. So, take. Oh, sehen die gut aus. Also das Spiel darf man echt nicht spielen, wenn man Hunger hat. Es ist immer dasselbe. Ja, die Kunden kommen. Ich sag's ja. Schon wieder Sushi. Wieso wollen immer Sushi Philadelphia? Philadelphia. Und nichts anderes. Versteh's nicht.
meinen Kassierer einzustellen. Ah, genau. Bedienen Sie 20 Kunden. Das geht dann wahrscheinlich erst Level... Wahrscheinlich bin ich nach den 20 Kunden dann Level 5. Verstehe aber nicht, warum er mir das jetzt schon angeboten hat, hier ein Ding einzustellen. Oh, irgendwie wird mein Restaurant gerade ein bisschen... Oh, ich habe hier irgendwo eine Schabe. Irgendwo ist hier eine Kakerlake. Ich weiß aber nicht, wo. Schon wieder Sushi. Irgendwo ist hier eine Kakerlake, deswegen gerade alles rapide runtergegangen ist. Ich weiß aber nicht, wo. Muss ich gleich mal gucken. Woran liegt das hier? Keine Ahnung, wenn die irgendwo draußen ist, ist es mir ehrlich gesagt auch egal. Die ist wahrscheinlich gar nicht hier drin. Nee. Und die nächste Bestellung. Mann, das geht ja richtig zackig hier. Bitteschön, Madame. So, passt doch. Alle glücklich. Noch 8 Kunden. So, Pasta Carbonara. So. Yes. So, die müssen jetzt eigentlich auch gleich fertig sein. Dann kann ich die direkt... Oh, da kommt schon der nächste. Jetzt könnte es knapp werden. Aufstehen, schneller! Iss! Okay, gibt es auch irgendwie wieder Müll, den ich leeren muss? Oder irgendwas, was ich putzen muss, glaube ich. Aber ich sehe gerade nichts. Aber immerhin habe ich einen 3-Sterne-Kaffee. Das ist ja nicht schlecht so. Auch wieder Geld hinterlassen. Sehr schön. Ja doch, das ist eigentlich der perfekte Flow hier jetzt. 3 Stühle oder 3 Tische, wo die Leute sich hinsetzen können. 2 Köche, da kommt man am Anfang echt gut zurecht. So, Pepperoni. Pepperoni und einmal Carbonara. Bitteschön. So, und da muss ich einfach leider mal... So. Hier mal unter ihnen wischen. Sorry, es wird der übel stören, ne? So mit dem dreckigen Wischmopp erstmal ins Gesicht rein. So. Okay, hat die gerade gewirkt? Oder habe ich das falsch gehört? Auf jeden Fall gefällt es den Leuten so gut, dass die zweimal aus dem Wald rauskommen und mir zu essen. Da ist schon wieder der Fußballer. So. Dann machen wir mal Nudeln und Carbonara. Let's go. Ja. Gut, dass sie das über den Kopf haben, weil das sich zu merken ist echt nicht so easy. So, Pizza ist fertig. Take. Der wartet da hinten auch schon ganz gierig. Ich glaube, umso mehr die im grünen Bereich sind, umso mehr Trinkgeld kriegst du. Das ist wahrscheinlich wie bei allen Games. So, oh, ich glaube, es sind alle Tische belegt. Ja. Shit. Sorry. Ganz knapp aber nur. Wie er auch nicht wartet, ne? Die saß jetzt aber auch echt lang. Dafür will ich extra viel Trinkgeld. So, los, gib mir die fertige Bestellung. Okay. Schon geil, wenn man Koch ist und kochen kann. Das ist schon echt cool. So, gerade keine Kunden. Ich muss noch 5 machen. Dann bin ich ein Level geupgradet. Und ab 5 kann ich einen Kassierer einstellen. Wahrscheinlich muss ich aber, ich glaube, der Kassierer wird halt nicht servieren. Das muss ich trotzdem noch selber machen. Aber es nimmt schon mal viel Stress ab, weil ich einfach nur Take machen muss und denen das geben muss. Das ist schon sehr nice. Und jetzt schon wieder ein Fußabdruck. Ich glaube, ich werde welk. Quatsch. So. Immer gucken, dass alles schön. Hier muss man schon wieder irgendwas wischen. Aber das wird halt jetzt... Ich weiß halt nicht, was kann ich mit den Katzen machen? Kann ich die nicht reinholen? So ein Katzencafé? Das ist doch das, was läuft, oder nicht? So, was darf es sein? Wie bei Lemon Cake. Also wer es noch nicht kennt, das Spiel habe ich gespielt. Lemon Cake ist richtig, richtig geil. Also schaut es euch gerne an. Das ist auch so ein Game, das macht so süchtig. Das hat so Spaß gemacht. Ah, ich glaube, seine Carbonara ist jetzt fertig. So, bitteschön, der Herr. Das hat richtig Spaß gemacht. Es ist auch für Steam oder für die Switch. Kann ich empfehlen, es für die Switch zu nehmen. Dann ist es nochmal deutlich entspannter, im Bettchen das zu spielen. Aber das macht auch echt sehr viel Spaß. So, der nächste. Was darf sein? So, der Kassierer kommt von hinten angerannt. Pilzsuppe hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich frage mich aber, warum die Leute nicht das andere Zeug bestellen. Wir haben doch alles da. So. Wer wollte die Pizza? Hier, bitteschön. Nur ein Stück, ne? Ganz schön genügsam. So, erhöht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Restaurant wurde aufgewertet. Ihr Bankkonto hat bereits ihr Prämiengeld erhalten. Yay! Da kann ich wieder Sachen leisten. Geil. So, dann sack ich gleich mal das Trinkgeld ein. Sehr schön. 1 Dollar. So, mal gucken, was der will. Pilzsuppe.
So, bitteschön. Jetzt haben wir gleich die, noch 3 Kunden, haben wir die 20 Kunden. Ich glaube, da kriege ich auch noch mal irgendwas Besonderes. So. Also wie gesagt, mein Respekt an alle Köche, an alle Kassierer und an alle Servierer. Ich stelle mir das extrem krass vor mit den Kunden. Die Kunden sind da manchmal so pingelig und so anstrengend. Also mein Respekt für alle, die da die Muße behalten. Ich könnte nicht freundlich sein, wenn jemand zu mir kacke ist. Das wäre für mich zu schwierig. So, hier bitte schön Pilzsuppe. Der kommt auch jeden Tag. So, ich glaube, es ist bald wieder Zeit für den Mülldienst. Gucken wir mal. Brauche ich die Müllabfuhr? Wo ist die Müllabfuhr nochmal? Ich sehe es gerade nicht. Was kann ich hier? Marketing. Ich kann jetzt Marketing machen und mehr meinen Laden pimpen. Das müssen wir gleich mal anschauen. So, was darf es denn sein? Oh, es gibt keinen Platz. Verdammt. Okay, ich glaube, den da draußen sollte ich auch mal wieder was geben. Sonst wird er wieder aggro. Der da. Der hat Angst. Zu Recht. Der hat immerhin vorhin mein Haus zerstört hier, während die Kundschaft da war. Es geht gar nicht. Fenster eingeschlagen. So. Rüsten Sie Restaurant auf, um zusätzlich Aufträge für die Renovierung und Einrichtung anderer Cafés und Restaurants zu erhalten. Für die Aufträge erhalten Sie Geldprämien, neue Ausrüstung, Erfahrung und Logos. Öffnen Sie Ihr Tablet für die E-Mails. Okay, das mache ich gleich. So, nehmen wir erstmal das alles an. Hier ist wieder Schmutz. So, wunderbar. So, Kollege, was darf es sein? Lasagne. So. Okay, Sie haben meine E-Mail erhalten. So, hallo. Ich habe Ihre Anzeige in der Castle Lake Post gesehen. Meine Frau und ich planen für die Eröffnung eines gemütlichen Cafés am Stadtrand, wissen aber nicht, wo wir anfangen sollen. Wir brauchen Ihre Hilfe, um den ganzen Müll zu entsorgen, zu renovieren und Innenräume einzurichten. Können Sie uns dabei helfen? Start. Oh, nice! Jetzt kann ich neben meinem eigenen Café entfernen Sie alle Trümmer, alles, was kaputt ist, wiederherstellen, stellen Sie Interior und Dekor. Ach, cool! Nice, also ihr könnt quasi, während ihr euren eigenen Laden schmeißt, für Geldaufträge andere Cafés pimpen. Ah, das ist aber nice. Das ist cool. Oh, das macht Bock. Das ist geil, weil dann machst du nicht immer nur den gleichen Job. Und ich dachte mir schon so ein bisschen, oh, jetzt muss ich die ganze Zeit die Kunden bedienen. Öde, da habt man so ein bisschen Ablenkung und kann hier nochmal ordentlich Kohle bekommen wahrscheinlich für. Und sein eigenes Café pimpen. Das ist nice. I like diese. Cool, das ist sehr nice. So, okay. Machen wir das mal alles weg. Weiß nicht, warum machen Aufräumgames so viel Spaß, wenn man es im echten Leben nicht gerne macht? Das ist echt eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil es auch so schnell geht und man sich körperlich nicht anstrengen muss, sondern nur klicken muss. Ey, so würde ich auch gerne in meiner eigenen Wohnung durchgehen. So, ups. Alles mal hier durchpimpen. Schnell, schnell, schnell. So. Let it go. Da müssen wir, oh, da muss man schon echt viel pimpen. Ich bin so ein Allrounder, ich kann alles. Boah, das kann ich komplett einrichten. Aber das ist cool, weil dann lernt man nämlich aufgrund von anderen Häusern, wie man die Sachen einrichtet und muss es nicht an meinen eigenen erst ertesten. Das ist cool. Cooles Konzept, gefällt mir. So. Schrecklich, wie viel Arbeit es eigentlich wäre, das alles mit eigenen Händen aufzuräumen. Aber wir sind ja Knut it yourself. So. Jetzt erstmal recken. Das hier an der Wand geht nicht weg. Okay. Das ist aber alles. So, weg damit. Also Hausflipper habe ich ja auch einige von euch süchtig gemacht. Das tut mir an dieser Stelle auch echt leid. Aber ich glaube, so wie Disney Dreamlight Valley, das sind halt einfach Games, die sind cool. Die muss man spielen. Die sind einfach... Ach, guck mal, da kann ich ja nochmal meine XP hochballern. Da kann ich dann Stufe 5 auch schneller werden. Dann kann ich mir nämlich schneller meinen Kassierer einstellen. Das ist echt cool. Das ist nice. So ist es wahrscheinlich auch gedacht. Cool, das haben sich echt Gedanken gemacht. Finde ich sehr cool. Na gut, so ein paar Blätterchen stören mich eigentlich auf dem Weg auch persönlich nie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das ist eigentlich ganz schön. Das ist ja eben meine Lieblingsjahreszeit, der Herbst. So zwischen Sommer und Herbst, das finde ich ganz toll.
Der goldene Herbst vor allem. So, weg damit. So, schön. Und oben muss ich wahrscheinlich auch wieder aufs Dach, oder? Höchstwahrscheinlich. Ja, muss ich wieder aufs Dach. Okay. Und bam, bam. Es geht halt auch einfach alles so schnell. Das macht halt übel Bock. Alleine, wie lange es braucht, ein Dach zu reparieren, das ist ja übel. Und hier klatschst du einfach nur einmal drauf und es ist done. Und wir sehen auch, ich habe überhaupt keinen, ich bin gar nicht budgetär eingeschränkt. Ich kann alles bauen und machen, was ich will. Das ist cool. Wahrscheinlich will ich dann gar nicht mehr mein eigenes Café zurück, weil ich es hässlich finde. So. Passt. Dann gehe ich wieder runter. Und dann würde ich sagen, gab es hier noch irgendwas? Ah, genau, das muss man auch alles wieder reparieren. Ist alles kaputt. Muss man ganz genau hingucken, was man so reparieren kann. Wäre mir jetzt aber auch eigentlich gar nicht aufgefallen. Ach, die muss man alles wieder schön machen. Um Himmels Willen. Okay. Gar kein Problem für mich. So. Bam. Boah. Ganz schön viel zu tun. So, das hier noch. Bam, bam. Gibt es eigentlich nicht bei House Flipper auch bald irgendwie so ein Update? Mit Tieren, das hatten wir ja schon. Es gab noch irgendein Update, das mich sehr angesprochen hat. Also sobald es draußen ist, Leute, let me know it. So, dann kann ich jetzt das hier machen. Da setzt man auch einfach die Scheibchen ganz schnell. Geht nicht, weil die Tür offen ist, oder wie? Ah, ich muss länger gedrückt halten. Okay, nice. Ja, wenn es dann nur so schnell gehen würde, ne, dann würde jeder renovieren. Aber es macht halt auch einfach Spaß. So. House Flipper hat anfangs auch echt schon viel Zeit gefressen, finde ich. Aber das hat dann auch Spaß gemacht. Kann ich das ja eigentlich nicht wegmachen? Ah, okay, mit dem Schwamm. Witzig. Ich habe halt hier irgendwie keinen Progress. So. Ich habe eigentlich nichts, wo ich sehe, so und so viel. Ah, doch, erfüllte Aufgaben. Ah, erledige mindestens 40% deiner Aufgabe. Da bin ich ja scheinbar noch weit von entfernt. Okay, das heißt, wir müssen mal innen so ein bisschen pimpen. So, Amazon. Wir fangen an mit Wänden. Da gibt es auch... Ach wo, so für außen sogar. Wie? Ist das für außen? Nee, ist für innen. So, wir machen mal ein schönes, helles Café. Bam, bam. Ich finde es gar nicht schlecht. So. Schöne Fliesen für ein schönes Café. In Stuttgart gibt es davon viel zu wenige. Ich weiß, in Berlin gibt es unfassbar viele. Das gab es auch in Australien, Melbourne schon längst. In Stuttgart entdeckt es langsam auch für sich. Aber das ist meistens so, du gehst in ein Café und es ist schon so voll, weil es halt nicht so viel gibt, diese guten Breakfast-Möglichkeiten. So, dann Flur oder machen wir nochmal die Decke. Decke, Decke, Decke. Vielleicht auch einfach irgendwas Weißes, irgendwas Helles. Und dann noch schön dekorieren. Das macht doch Spaß. Ist jetzt wieder so ein Game, das würde ich jetzt einfach, ich glaube, ich beende nachher die Aufnahme und spiele weiter. Das wird auf jeden Fall nachher weiter gesuchtet. Oder im Stream. Es ist so ein perfektes Streamspiel. Ich glaube, ich spiele es im Stream dann weiter. Dann lade ich die Folgen hoch, wenn ihr wollt. Und alles noch so machen kann. Weil das macht Spaß. Blip. 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 Und blip. Sehr schön. So, was brauchen wir noch, Leute? Boden. Flur. Was machen wir da? Vielleicht sieht das Orange vielleicht sogar gar nicht so schlecht aus. Nee. Ist nicht so meins. Wir gucken noch was anderem. Was ist denn das? Das ist auch schöner Parkett. Ja, so hell. Das gefällt mir. Kann man auch den Kaffee schnell wegmachen, wenn er auf den Boden tropft. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich so, also wenn ich mal so in Restaurants gehe und Cafés, ich schaue mir sehr gerne immer die Einrichtung an. Respekt an die Leute, die das können. Also teilweise haben die Leute so coole Ideen mit Farben und trauen sich was mit Lampen und Lichtern von den Leuten, denen sie es einrichten lassen. Hätte ich gar nicht den Kopf für. Ich bin da so schlecht in sowas. Farben. Was kann man damit machen? Noch gar nichts, oder? Ach so, ich kann einfach auch nur normale Farbe nutzen. Ah.
Okay, dann brauchen wir einmal Lampen. Was haben wir da? Hier ist auch alles freigeschaltet. Das ist super cool. Ich würde fast sagen, dass wir hier vielleicht die Lampen hinmachen. Das ist dann so der hintere Bereich. Da wird dann gekocht und serviert. So, das ist dann der Bereich. Dann machen wir dann vielleicht sogar einen anderen Boden nochmal hin. Ich teile das immer ganz gern auf. Was ist das für ein Boden? Oh nee, der ist schrecklich. Oh, wobei, so schlimm ist er gar nicht. Was mit dem? Ja, der ist doch nett. Machen wir den nämlich dann... Obwohl, vielleicht machen wir den dann einfach hier hin. Wo ist denn das Licht? Und lassen hier hinten weiß, weil hinten ist ja so der Kochbereich. Ich denke auch mit, da muss man dann vielleicht doch schon mal öfter den Boden wischen als hier. So, und dann packen wir hier hinten nochmal diese weiße Sache rein. Wo war die nochmal? Hier. Bäm! So. Dann brauchen wir auf jeden Fall einmal eine Kasse. Verkauf. Boah, da ist voll die geilen. Boah, geil. Schaut euch das mal an. Wow, look at this, Leute. Wie geil. Boah, das ist cool. Ist ja richtig nice. Würde ich aber sagen, die machen wir dann hier hin. Die Kasse. Da. In die Mitte. Oder hier. Machen die hier hin. Boah, das ist ja geil. Boah, cool. Da kannst du ja richtig was Cooles machen. Dann die Küche. Da können wir jetzt auch alles verwenden. Da sieht man schon so ein bisschen, was man bekommt. Eine Popcornmaschine. Ja, geil. Cool. Können die Leute sich das dann selber nehmen? Dann platsche ich die mal hier hin, für den Fall, dass es so ist. Das ist ja mega krass. Dann wollen wir natürlich auch einen geilen Herd. Und was ist das? Auch so eine Eismaschine, glaube ich. Ich glaube, ich brauche für das alles auch Strom. Ich stelle es mal alles hin, um zu gucken, ob das überhaupt alles funktioniert, wie ich es will. Hier haben wir den Kühlschrank. Der muss hier auf jeden Fall hin. So, Kühlschrank kommt dann hier hin. Und auf jeden Fall den Arbeitsbereich. Brauchen wir einen Herd. Eine Spüle. Haben wir gelernt. So gibt es zwei am besten noch. Dann können gleich zwei an die Arbeit. Wir brauchen auf jeden Fall eine Abzugshaube. Hier drüber. Bam. Und im besten Fall brauchen wir noch was, wo die Leute schnippeln können. Das ist doch schön. Das machen wir dann auch direkt hier. Dann können die Leute zugucken, wie wir die Sachen servieren. Immer sehr seriös. Das machen wir mal kurz weg. Hier hin von mir aus. Vielleicht packe ich es mal kurz dahin. So. Dann machen wir da noch eine hin. Die haben ja das Geld, ne? Hm, passt da nicht hin wegen dieser Maschine. Ich mach die mal weg. Ich glaube, das ist Eis. Ich verkaufe die mal. So, dann machen wir nochmal die hier hin. So, komme ich da durch. Perfekt. So, jetzt braucht das ganze Ding natürlich auch noch Strom. Das packen wir dann einmal hier hin. Das machen wir einmal dahin. Das braucht doch 100 Pro auch Strom. So, lass mal gucken. Nö, braucht es gar nicht. Braucht kein Strom? Ach, darum muss ich mich gar nicht kümmern, glaube ich. Geil. Nö, darum muss ich mich nicht kümmern. Das ist deren Problem. Trotzdem bin ich eine sehr fürsorgliche Einrichterin. Und deswegen gibt es es trotzdem. Und die Feuerwehrmelder. Ich habe gelernt. Die kommen hier auch noch hin. Definitiv. So. Bam. Bam. Und dann machen wir noch Lichter hin. Es fehlt nämlich noch so ein bisschen was. Ihr merkt schon, ich bin voll am Grinden jetzt. So, was haben wir denn hier für schöne Lichter? Also ich finde auch sowas immer ganz schön. Oh, die sieht ja ätzend aus. Eigentlich finde ich es schön, wenn es cozy ist, aber in dem Fall. Ich finde die ganz schön. Fühle ich. Ja. Und dann kann man nämlich, und das finde ich sehr cool, Möbel, so richtige Kuschelmöbel. Also kann so richtig kuschelig einrichten hier. Boah, was gibt's denn hier für coole Sachen? Schaut euch das mal an. Mit so gemütlichen Stühlen. Hier gibt's so Theken, so Flatschsessel. Das ist ja mega nice. Fernseher, Welcome Board, Pflanzen, Shisha-Bars. Eine Klimaanlage, oh, da kann man sich ja nur wohlfühlen. Ich finde tatsächlich gerade sowas hier am coolsten. Einfach sowas. Wo man sich so gemütlich hinsetzt. So.
Bam. Und dann vielleicht sogar noch sowas, wo man irgendwo an die Theke sich dann vielleicht hier sogar so aus dem Fenster glotzen. Das macht man ja auch ganz gerne. Dass man hier dann die Sachen hin, dann muss ich das aber mal kurz noch ein bisschen bewegen. Dass man an die Fenster vielleicht sogar viel besser als diese Riesendinger hier reinknödeln. Ich verkaufe das mal kurz. Die sind gar nicht schlecht. Weil die kannst du einfach hier hin platzieren. Dann gucken die Leute raus. Da sitze ich meistens immer am liebsten eigentlich. An solchen Bänkchen. Wo man einfach nur rausguckt. Da hört einen zwar jeder dann zu. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Was gibt's denn noch so? Fernseher. Boah, so ein Monsterfernseher. Ja, fände ich eigentlich nicht schlecht. Hier einfach mal über die Fenster drüber. So kann ich die hier über die Fenster machen. Ich mach das mal hier hinten hin. So, können die Leute da schauen. Pflanzen. Very, very important. Plants. So, kann die da hinten hin? Ach, die fällt dann hin. Ah, sehr gut. Okay, dann plante dich da hinten mal hin, bitte. So, plant. Gibt es denn noch mehr Pflanzenzeugs? Gibt es nicht, gell? Es gibt nur das Schade. Und natürlich brauchen wir noch Lampen. Da haben wir noch diese schönen Stehlämpchen hier überall. Ich finde das Licht so ätzend. Das will doch keiner, oder? Was gibt es denn noch so bei Wohnmöbelzeugs? Da gab es auch noch so kleine Schränkchen und so Zeugs. Einfach, dass es so ein bisschen cozy wirkt. Ja, das ist doch cute. So. Und? Ja, so ein bisschen wohnlich soll es halt irgendwie aussehen, finde ich. Ah, da hört halt schon meine Kreativität wieder auf. So. Und den kann man noch ein bisschen moven. So. Dann machen wir da noch einen zweiten hin. Der passt halt leider nicht hin. Verdammt! Oder kann man das mehr in die Ecke packen? Und dann passt hier 100 pro auch ein zweiter hin. Komm schon. Komm schon, quetsch dich rein. Irgendwo. Nur wegen dieser Kackmaschine hier schon wieder. So, jetzt muss es aber reinpassen. Yeah! So. Wunderschön. Voll eng. Hat da gar keiner Bock, was zu bestellen. Spiele, was gibt's noch? Es gibt sogar so Jukeboxes. Oh, cool. Die muss auf jeden Fall hier hin. Give me the Jukebox. Give me some. Kommt dann hier hin. Wieso passt sie da nicht hin? Ja, so. Nice. Okay, man kann echt viel machen. Also, was gibt's hier noch? Spiele, Bilder sind auch ganz wichtig. Aber da muss man wahrscheinlich fast eher die Dinger hier wegmachen, die Fenster irgendwie. Kann man die wegmachen? Tatsächlich, ja. Oh ne, es war die Box. Kann ich hier nicht die Fenster irgendwie weg... Irgendwie muss ich die Fenster wegmachen, vielleicht wisst ihr, wie es geht. Farbe, Teppiche sind auch ganz wichtig. Oder kann man einfach nur einen Teppichboden machen? Wie ich den Teppich in der Hand halt. Achso, ich kann einfach nur einen Teppichboden machen. Ah. Sisi. Machen wir einfach mal hier einen hin. Sieht doch ganz cozy aus, oder? Cooles Café. Jetzt will ich mein altes nicht mehr zurück. Was gibt's denn? Außen gibt's auch noch. Ui. Es gibt noch außen was. Ja, nice. Das ist cool. Kann ich das hinstellen? Nirgends. Warum auch immer. Außen ist ja nice. Die Frage ist, warum ich das hier nirgendwo hinstellen kann. Ist es dann wirklich nur der Bereich hier, der zählt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Gucken wir mal, ob das hier irgendwo hingeht. Nee, außen? Ah, hier. Okay, das ist der offizielle Außenbereich. Das ist nice. So. 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 Und so. Und dann machen wir da noch Schirme hin. Wir brauchen Schirme. Machen die einfach hier hin. Boah, da kann man ja so viel machen.
Bringt halt auch voll was. Ja. Mir gefällt's. Wie sieht's denn aus? Du bist sicher, dass du die Aufgabe legen willst und das Ergebnis sehen willst? Ja. Yeah, schließe. Reinigen 100%, reparieren 89. Toilette habe ich vergessen. Ich habe $3.500 gemacht. Neues Logo. Nice. Das nenne ich doch mal erfolgreich. Donnerstag. Ein neuer Tag. Wunderbar. Und wir sind wieder back in unserem Game. Ich habe gar nicht mehr viel. Ich bin gleich Level 5. Ich habe jetzt auch ordentlich Kohle. Das heißt, ich kann hier einfach mal richtig reinknödeln. Wenn es um... Ich kann zum Beispiel auch sagen, dass ich draußen was hinrichte, gell? Außen. Also lassen wir mal noch. Ich mache mal noch mehr Sitzplätze hin. Das heißt nämlich, wir können mehr Kunden annehmen. So. Machen wir dann auch hier. Das kann man auch später alles wieder verkaufen und neue Sachen kaufen. So. Dann kann ich jetzt echt viel Kunden annehmen. Bezahlen wir mal die Rechnung. So. Dann gibt es bestimmt auch Sachen zu reinigen. Irgendwo ist eine Kakerlake, ich weiß aber nicht wo. Und dann Löpterladen. Kann ich noch ein bisschen was dekorieren? Bilder. Bilder. Specials. Oh, das ist cool. Die hätte ich gern. Warte mal, ich mach das mal. Ich mach mal die hier hinten kurz weg. Verkaufen. Verkaufen. Kann nämlich jetzt die Special-Dinger hier nehmen. Die sind noch viel cooler. Sind noch viel comfortable. Richtig komfortabel. So, wo kann ich die hinpacken? Kann man die auch so hintereinander stapeln? Das wäre cool gewesen, aber es geht nicht. So. Ja! Fühle. Fühle, fühle. Das ist cool. Und dann fehlt mir eigentlich nichts mehr, außer nur noch ein paar Punkte. Ich mach mal kurz auf, um Kunden anzunehmen, um schnell Stufe 5 zu werden. Ja. Und dann ist es richtig nice. So. Wo bleiben die Kunden, verdammt? Wir sind schon out. Ich kann doch eigentlich auch Marketing noch machen, gell? Komm, wir ballern mal Marketing an. So, da müssen jetzt eigentlich richtig viele kommen. Logotypen. Ich hab... Oh Gott. Hier gibt's ja Logos. Ach so, die kann ich dann quasi bei mir platzieren und dann krieg ich quasi wahrscheinlich Geld. Goldene Bank. Nee, nee, danke. Statistiken, Tapete, Skills wird noch nice. Da kann ich mir dann Skills anmachen. So, bleiben denn die Kunden aus dem Wald? Warum kommt denn da niemand mehr? Wenn ich die eine Kakerlake noch finde, bin ich wahrscheinlich direkt Level 5. Aber ich finde sie leider nicht. Kann die nicht nehmen. Ah, da kommt doch schon die erste Kundin. Selber eine Köchin, die hier das Café bevorzugt. Bevorzugt es auf jeden Fall ihrem eigenen Restaurant. Das ist immer ein gutes Zeichen, Leute. Deep Chill Out Space. So, was darf sein, die Dame? Lasagne. Sonstiges Lasagne. Let's go. Jetzt haben wir gleich Stufe 5. Fertigkeiten sind sehr wichtig. Erreiche Level 5 deines Restaurants. Schalte den Skillbereich auf dein Tablet frei und probiere es aus. Sehr nice. Ich habe eine Mail. Nee, die habe ich schon erhalten. Genau, und dann kann ich wahrscheinlich einstellen, dass die schneller arbeiten, dass mehr Kunden kommen. Das geht dann bestimmt gleich alles. Nice. Bin gleich Level 5. Ja, diese Aufgaben sind echt gut, die anzunehmen. Da hat man echt viel Geld und man kann sich schneller skillen. So, da darf es wieder eine Pizza sein. Bitteschön. So, dann kann ich das direkt taken und ihr bringen. Und dann mache ich das hier schon. Oh, vielleicht kann ich sogar durch das Putzen das hier jetzt. Swoosh. Yay, ich bin Stufe 5. Danke an meine Eltern, die immer an mich geglaubt haben. So, jetzt müsste ich doch eigentlich, jetzt schließe ich mal das Restaurant und gucke mal, ob ich den Typen jetzt hier einstellen kann. Achso, die Pizza muss ich noch fertig machen, verdammt. Okay, die kriegt sie noch, aber dann ist Schluss. Dann kann ich nämlich hier einen einstellen, Kassierer. Und dann kann ich meinen Skillbaum angucken. Hier,
Erhöhe die Geschwindigkeit der Ausrüstungsreparatur. Erhöhe die Geschwindigkeit deiner Angestellten. Yes, auf jeden Fall. Kommunikationsmeister. Kann ihrem Personal den Kunden häufiger den zusätzlichen Gericht vorschlagen und dann den Gewinn steigern. Finde ich gut. Erhöhe den Ruf deines Restaurants. Finde ich gut. Ah, das sind diese Tauschhandel. Nützlicher Vorteil. Senke den Preis der Utensilien. Yes. Und auf jeden Fall will ich meine Leute schneller machen. So, geil. So, dann nehmen wir das auch nochmal. Take. Bitte schön, die Dame. Und dann nehme ich hier die Kohle. Cool. Boah, mega nice. Voll gut. Jetzt habe ich jetzt auf einmal so viel Kohle. Ich habe keine Ahnung, wo das alles herkommt. Ich würde halt, wie gesagt, gleich, wenn die weg ist, gerne nochmal gucken, ob ich jetzt hier einen anstellen kann. Verwalten. Zahl mal hier eine Prämie. Der ist ultimativ nicht motiviert. Genau, dann muss ich wahrscheinlich jetzt gleich noch mal eine Anzahl anstellen. Aber die sind ja übel demotiviert alle. Entsperren Sie den Toilettenraum und installieren Sie eine Toilettenkabine. Endlich können die Leute auch außerhalb, müssen die Leute nicht mehr außerhalb kacken. So, das ist geil. Okay, ich bin doch closed, oder? Ja. So, dann möchte ich jetzt mal gucken, ob ich jetzt einen... Das war aber nix hier. Die sind ja alle mega. Arbeitsgeschwindigkeit. Zahle einen Headhunter. Das ist ja richtig frustrierend. Wenn wir die Grace anstellen. Ich kann die noch nicht anstellen, ne? Weil die Person noch nicht weg ist. Das ist mein Grundstück. Verschwinde! Die Grace muss man einfach ein bisschen mit Money ein bisschen happier machen dann. So. Ich hoffe, die verlässt jetzt mal endlich mein Gebiet. Ah, jetzt. Ein Mitarbeiter einstellen, die Grace. So, da haben wir jetzt unsere Mitarbeiterin. Nice. Ja, Leute, an der Stelle würde ich auch einen Cut machen. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, und da gibt es noch echt viel zu sehen, würde ich mich über viele Daumen nach oben sehr freuen. Ich gucke auch, wie das Video generell ankommt und suchte sonst einfach für mich weiter. Danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr freuen. Und ich sage immer danke fürs Zuschauen. Und teste es gerne mal selber aus, das Game. Es macht echt richtig, richtig Bock.